Er ist Physiker, Philosoph und Buchautor und war einer, der sich schon vor Jahrzehnten für eine nachhaltige ökologische Lebensweise eingesetzt hat. Frithjof Capra. Der gebürtige Wiener, der in den USA lehrt, sucht die Verbindung zwischen östlicher Mystik und moderner Physik und erfordert einen respektvollen, ressourcenschonenden Umgang mit Natur und Umwelt. Zum 30-jährigen Jubiläum seines Bestsellers Wendezeit finden in Goldeck derzeit Frithjof Capra-Tage statt. Karl Kern hat den bekannten Wissenschaftler dort getroffen. Dieses Buch, erschienen vor 30 Jahren, war damals ein Kultbuch und ist es für viele heute noch. Wendezeit, das war die Forderung nach der Umwertung aller Werte. Und Frithjof Capra hat darin schon Schlagworte von heute, wie etwa Nachhaltigkeit und ökologisches Denken, vorweggenommen. Frithjof Capra ist ein untypischer Wissenschaftler. Der Physiker, Systemtheoretiker und Philosoph diskutiert auch im Wirtshaus, heute Vormittag in Goldeck. Wie kann eine wirtschaftliche Globalisierung so gestaltet werden, dass sie mit der Menschenwürde und der ökologischen Nachhaltigkeit in Einklang gebracht werden kann? Fragen wie diese beschäftigen Capra seit Jahrzehnten. Wendezeit wurde auch ein Bestseller der New Age-Bewegung und mit prominenter Besetzung wie Liv Ullmann verfilmt. Aber hat nicht die moderne Wissenschaft, Technologie, Business, genau das getan, was Francis Bacon predigte, unseren Planeten gefoltert? Von New Age und Esoterik hat sich Capra inzwischen losgesagt. Heute geht es ihm ganz wesentlich auch um den Kampf gegen den globalen Kapitalismus und natürlich nach wie vor um Nachhaltigkeit. Herr Dr. Capra, Sie propagieren ökologische Nachhaltigkeit in allen Ihren Büchern und Vorträgen. Wie leben Sie denn selber diese ökologische Nachhaltigkeit? Ja, selber bemühe ich mich, so zu leben, dass mein Impact auf die Natur und die Erde minimal ist. Das ist natürlich in unserer Gesellschaft heute nicht leicht. Die Haupteinflüsse, die wir auf die Umwelt haben, ist dadurch, wenn wir viele Kinder haben, wenn wir viele Autos haben oder viel mit dem Auto fahren und wenn wir Fleisch essen. Das sind die drei wichtigsten Sachen. Diese ökologische Nachhaltigkeit, ohne die wird es ja nicht mehr gehen, oder anders gesagt, ohne die geht es ja eigentlich seit Jahrzehnten. Naja, ohne Nachhaltigkeit wird es nicht gehen. Das ist ja die Definition der Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit heißt ja Überleben auf lange Sicht hin. Und es heißt, dass wir so leben müssen, dass wir die Fähigkeit der Natur, Leben zu erhalten, nicht stören. Wir müssen also mit der Natur zusammenarbeiten, müssen die Natur schätzen und werten und zuerst einmal verstehen. Wir müssen verstehen, wie die Natur das Leben erhält. Und das nenne ich auf Englisch Ecological Literacy, also Ökobildung. Wir brauchen eine Ökobildung. Aber diese ökologische Bildung, über die reden wir seit Jahrzehnten. Da wird immer gesprochen, aber es hat sich wenig verändert. Sie haben Wendezeit vor 30 Jahren schon geschrieben und heute stehen wir wieder da und reden über die gleichen Themen. Was hat sich da jetzt wirklich getan in diesen 30 Jahren? Ja, es hat sich schon viel verändert, aber nicht linear. Also ich würde sagen, das Buch ist 1982 erschienen. Ich würde sagen, um 1989 ungefähr hatten wir schon ein sehr starkes ökologisches Bewusstsein. Es gab die grüne Bewegung um die ganze Welt. Die Grünen sind ja am Anfang der 80er Jahre entstanden. Dann kam aber etwas anders. Dann kam die Informatikrevolution mit einem neuen Materialismus und einem neuen globalen Kapitalismus, der sehr viel zerstört. Zugleich aber entwickelte sich auch eine globale Zivilgesellschaft, also eine Koalition von diesen NGOs, die sehr machtvoll und wirkungsvoll sind. Es hat sich also auch positiv sehr viel verändert. Hat sich genug verändert? Nein, keineswegs. Wenn Sie heute Veränderungen fordern in Richtung ökologische Nachhaltigkeit, auch in Richtung Wachstum, wenn Sie diese Veränderungen fordern, dann geht das nicht ohne Politik. Was muss in der Politik passieren oder was muss die Politik tun, damit etwas passiert? Also aus amerikanischer Sicht, ich lebe in Amerika, würde ich sagen, wir müssen schauen, dass wir das Geld aus der Politik herausbekommen. Denn die amerikanischen Politiker und in verschiedenen Maße weltweit die Politiker sind dermaßen korrupt,
dass sie nicht das machen, was die Wähler wollen, sondern das machen, was ihre Sponsoren wollen. Und die Sponsoren sind die großen Industriekonzerne, Öl-, Kohlekonzerne und so weiter. Bezieht sich das jetzt nur auf Amerika? Ja, ich sehe das nicht. Oder können Sie es in Europa einfach nicht so gut beurteilen? Kann ich nicht so gut beurteilen, ja. Aber in Amerika ist es so, da ist es ganz extrem, dass 70% der Bevölkerung für ökologisches Leben ist und bereit ist, Opfer zu bringen, um die Treibstoffgase zu vermindern. Und die Politiker hören einfach nicht darauf. Die werden wirklich von den großen Kohle- und Ölkonzernen beherrscht. Kann man Politiker erziehen? Man kann vielleicht die alten Politiker nicht erziehen, aber die Jungen sehr wohl. Und es wächst eben auch in der Politik, gibt es auch qualitatives Wachstum, wo junge Leute nachwachsen, und auf die konzentriere ich mich. Ich möchte noch auf einen Punkt kommen, und das ist Stichwort Wachstum. Es ist ja nicht so, dass Sie Wachstum jetzt generell ablehnen, aber Sie reden von einem qualitativen Wachstum, also ein qualitatives Wachstum im Gegensatz zum linearen Wachstum. Und Sie reden auch von einem Wachstum, das irgendwann einmal in manchen Bereichen auch so etwas wie Reduktion bedeutet. Dieses qualitative Wachstum, wo nicht alles zugleich wächst, sondern manche Sachen wachsen und andere nicht, und wo es auch inneres Wachstum gibt und Erhöhung der Komplexität, das ist den Biologen und Ökologen sehr wohl bekannt. Und das nenne ich qualitatives Wachstum. Wenn alles bekannt ist, warum passiert nichts? Ja, ich sage, es ist den Ökologen als Wissenschaftlern bekannt, aber das muss von der Ökologie in die Volkswirtschaft hinübertransportiert werden, wie so vieles. Und die Volkswirte verstehen das noch nicht, oder? Verstehen es noch nicht. Haben Sie überhaupt noch Hoffnung? Ich habe Hoffnung im Sinn von Hoffnung, wie sie Václav Havel versteht, der mich sehr beeinflusst hat. Der sagt, Hoffnung hat nicht damit zu tun, ob man glaubt, dass etwas besser werden wird, sondern es ist ein innerer Zustand, ein Zustand der Seele. Es ist die Sicherheit, dass das, was man macht, sinnvoll ist. Und diese Hoffnung habe ich. Also Hoffnung nicht als Ziel, sondern Hoffnung als Weg. Genau. Dann danke recht herzlich fürs Gespräch und damit wieder zurück nach Salzburg ins Studio.